Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Origins zu den versteckten Datenpaketen. Diesmal wieder drei Gebiete. Wir legen los im Sheldon Park, auch wenn da nicht mehr viel fehlt. Hier vor diesem riesigen Gebäude haben wir eine Platte auf dem Boden, die eigentlich dazu einlädt, diese drei Schalter zu drücken. Aber das ist gar nicht so einfach. Man muss das mit dem Batarang machen. Man hat nur wenige Sekunden Zeit. Und ja, die Auto-Aim-Funktion ist da nicht sonderlich hilfreich bei. Vor allen Dingen nicht mit dem Schnellbatarang. Das Gemeinste dabei ist dieses Ding da ganz hinten. Ich weiß auch nicht, was ich da genau gemacht habe. Ich bin ja total dran vorbeigeflogen. Ich hätte eigentlich Zeit gehabt, das Ganze nochmal zu machen. Aber gut, ich habe es resettet. Und habe dann festgestellt, hey, der normale Batarang, der fokussiert auch da drauf. Aber es ist gar nicht so einfach. Naja, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man das dann einmal raus hat, ich denke mal spätestens beim vierten oder fünften Versuch wird es klappen, kann man sich dieses Datenpaket da wunderbar rausholen. So, noch ein zweites Datenpaket gibt es im Sheldon Park, nämlich hier an dieser Stelle. Ja, ist, glaube ich, ziemlich eindeutig, was man hier machen muss. Einmal kurz den Generator aufladen, Paket nehmen, freuen und den Sheldon Park wieder verlassen. So, weiter geht's in The Bowery. Ja, wer es gemerkt hat, hier war gerade ein Schnitt drin. Ich hatte was vergessen im Video. Okay, in The Bowery geht's weiter und hier haben wir wieder mal meine Lieblingstextur. Ein paar Holzbretter, die wir einfach schön mit dem Explosivgel aufsprengen können. Und ja, sollte eigentlich kein großes Problem sein. Einmal kurz sprengen. Nächstes Paket gehört uns. Sehr schön. So, das hier war eigentlich recht easy, wenn ich das jetzt gerade richtig zuordne. Genau, ich habe es einfach nicht gesehen. Drauftreten und das Ding da hinten mit dem Batarang abschmeißen, brauchen wir nicht mal den Remote Batarang für. Und das war's auch schon. Ja, nächstes Datenpaket. Dankeschön. Weiß gar nicht, hätte man wahrscheinlich auch hingehen können. Naja, gut. Eine weitere Dachbox erwartet uns dann hier oben. Ja, wer sie noch nicht kennt, schaut euch die anderen beiden Videos an. Die Entwickler waren sehr einfallsreich in diesem Spiel. Gut, das hier eine coole Idee. Drauftreten mit dem Remote Batarang, das Ding quasi festziehen. Einmal da unten diesen Knopf drücken. Dann bleibt das Gitter oben. Und dann kann Batman mit seiner tollen Rutschfähigkeit auch unten da rein und sich das Datenpaket holen. Vorher geht's nicht, dann würde das Tor wieder zugehen. Weil der Schalter sonst nur temporär gedrückt ist, so bleibt er dauerhaft offen. Paket nehmen, freuen, Party machen und so weiter und so fort. Weiter geht es hier an diesem wunderschönen Generator. Dieses Blinklicht da oben zeigt uns ganz genau, in welcher Reihenfolge wir diese Knöpfe hier treten müssen. Muss man nur erstmal drauf kommen. Ja. Habe ich nicht sofort gerallt, aber ist dann doch recht gut machbar. Man muss es nur so halb aus dem Augenwinkel sehen, und dann klappt das auch. Hat man es richtig gemacht, bleiben die Dinger aus. Man kann sich das Päckchen nehmen und alles ist super. So, fast geschafft in The Bowery. Das Ding hatte ich schon aktiviert, dann geht hier das Tor auf. Wir können das Datenpaket rausholen und Batman darf sich freuen und all seine Freunde zu sich nach Hause einladen. Ich komme heute irgendwie zu oft auf die Party. Naja, wie auch immer. Gut, weiter geht's hier. Kryptografische Sequenzer. Sollte jeder kennen, wie es geht. Weiß jeder. Hinsetzen. Bisschen an den Knöpfen kurbeln. Ha, 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 ha. Und die Chroniken einsammeln. Ganz einfach. Yo. Kommen wir zum nächsten Ding. Mein Liebling. So einen hatten wir in der letzten Folge auch schon. Liegt oben auf dem GCR-Turm. Eine Farce. Eine absolute Farce, vor allen Dingen, weil man hier ewig braucht, um wieder in eine Position zu kommen, von der aus man das abholen kann. Geht nämlich tatsächlich nur von hier oben. Aber etwas einfacher als das aus der letzten Folge. Auch hier liegt das Datenpaket einfach oben auf der Ebene, wo man nicht draufkommt von diesem GCR-Turm. Naja.
Immerhin sieht man das etwas von etwas weiter weg und weiß, dass man da hoch muss. Gut, weiter. Gehen wir zum Hotel. Hier haben wir ein recht fieses Rätsel, was man so augenscheinlich nicht sofort sehen kann, meiner Meinung nach. Wir müssen nämlich hier auf zwei Seiten des Hotels einen Batarang abwerfen. Wir haben nach dem ersten haben wir leider nur 10 Sekunden Zeit. Das hier war jetzt sehr, sehr unglücklich geworfen. Leider. Normalerweise gelingt mir das, wie ihr wisst, nicht besser. Aber sollte eigentlich besser gelingen. Naja, gut. Machen wir es andersrum. Erstmal rechts, dann kommt jetzt als nächstes links. 6 Sekunden haben wir sogar nur dafür Zeit. Was ich sehr interessant finde, wir schmeißen den Batarang los und die Zeit läuft viel langsamer. Ich denke, das ist so geplant oder von den Entwicklern gewollt. Aber ich weiß es nicht. Naja, gut. Und auf jeden Fall, sobald man das geschafft hat, muss man trotzdem in derselben Zeit noch da oben diese 3 Knöpfe drücken. Aber wenn man schnell genug reagiert, alles machbar. Gut. Weiter geht es mit meinem absoluten Horror. Das war so ziemlich das schlimmste Paket, ja. Es liegt da vor oben auf so einem ganz, ganz klitzekleinen Vorsprung. Das ist tatsächlich die 3. Aufnahme, die ich für dieses Ding gemacht habe, weil ich bestimmt 10 Minuten nur für dieses eine doofe Datenpaket gefilmt habe. Man muss so knapp am Boden vorbei, wie ihr gerade gesehen habt. Und selbst das funktioniert nicht. Wenn man landet, ist alles verloren. Und es geht tatsächlich nur von dieser einen einzigen Szene dahin zu kommen. Spaß, liebe Entwickler, was soll der Scheiß? Warum macht ihr sowas? Ich meine, ey. Man kann auch sich schöne Verstecke ausdenken und muss dafür nicht sowas programmieren. Dass es nur eine einzige Möglichkeit dran gibt, dran zu kommen, ist ja schön und gut. Aber dass man die auch noch so kompliziert macht, ich hatte danach echt Schmerzen in den Fingern. Gut, geschafft habe ich dennoch und ich denke, das schafft ihr auch. So. Weiter. Noch 3 Stück in the Bowery. Hier, was haben wir denn hier? Genau. Recht einfach, man muss nur mal drauf kommen. Ein hackbares Gerät, 2 Mauern weiter. Ha. Man sieht nur das verschlossene Ding und keine Kabel danach laufen oder so, wenn man in die Detektivsicht geht. Aber wer ein bisschen sich umschaut, sollte das recht schnell rausfinden. Entschuldigung. So, Paket nehmen und weiter Party machen. Es ist Sonntagabend, ich darf gähnen. Es tut mir leid, ich habe heute recht viel gemacht und ich habe eine komplette Aufnahme versaut. So, das kann ich nicht so hundertprozentig erklären. Wir dürfen ein Ding drücken, dann wird es grau, dann müssen wir ein anderes drücken, um das nächste drücken zu, um dasselbe wieder von vorher wieder drücken zu dürfen. Wir müssen alle grünen Punkte in die Mitte kriegen. Ungefähr so. Ja, es ist machbar. Ich habe mich etwas dumm angestellt, aber ja, ich wusste nicht, wo ich die Dinger hinkriegen muss. Ja, aber wenn ich jetzt links Mitte trete, dann sollte das passen. Genau. So. Und das Datenpaket gehört uns. Sehr schön. Weiter geht es mit dem letzten Paket hier in the Bowery. Ziemlich einfach. Ein Generator oben drüber, das Datenpaket. Das sollte für jeden von euch schnell geholt sein. Okay, gut. Ein drittes Gebiet habe ich noch für euch. Und zwar die Park Row, in der wir auch noch ein paar Datenpakete zu holen haben. Wie viele kann ich jetzt gerade gar nicht mal so genau sagen. Es sind ein paar mehr. Fangen wir mit diesem an, das ich vor dem letzten aus The Bowery geholt habe. Naja, gut. In den Käfig reinfliegen, einsammeln, fertig. Sollte jeder von euch hinkriegen. Auch hier haben wir wieder meine tatsächlich nicht meine Lieblingstextur. Es ist mal etwas anderes, aber auch Holzbretter. Einmal schön hier mit dem, wie heißt das Ding denn? Fernlenkkralle. Mit der Fernlenkkralle ein Seil gespannt. Und dann mit der Seilrutsche da reinrutschen. Ich dachte mir auch erst so, hä, wie geht denn das? Und dann ist mir eingefallen, okay, du hast ja die Seilrutsche und das Spiel hat es dann auch angezeigt. Damit ist das definitiv machbar. Gut.
Ein weiteres Datenpaket haben wir hier oben. Einmal schnell den Generator aufladen. Und wir kriegen hier angezeigt, auf welche Platten wir müssen. Nett. Tatsächlich sehr nett von dem Spiel. Aber wenn man die Hindernisse verkackt, die Hinweise nicht sieht, dann passiert genau sowas. Das habe ich natürlich extra gemacht, um euch zu zeigen, was passiert, wenn man den Hinweis nicht befolgt. Nein. Also, drauf, runter, die nächsten zwei. Ich weiß gar nicht, ob es immer dieselbe Kombination ist. Ich gehe aber mal davon aus. Und dann gehört einem dieses Datenpaket auch sehr schnell in seinen Fundus. Jo, wo geht es weiter? Da unten in der Ecke. Klebegranaten brauchen wir hier, ja. Ist ziemlich eindeutig, kann man halt recht spät im Spiel erst holen. Einfach die Klebegranate drauf. Dann haben wir hier noch ein Feld für einen kryptografischen Sequenzer. Aber auch das sollte euch nicht vor größere Probleme stellen. Ja gut, hier haben wir etwas ein paar mehr Schlüssel, die wir verwenden könnten. Natürlich stimmt nur einer, aber das da muss man einfach ein bisschen rumkurbeln. Klappt. In jedem Fall. So, wenn... Ja, genau. Da habe ich auch gerade geschnitten. Vielleicht hat man es gehört. Auch hier habe ich recht lange für die Lösung gebraucht. Man muss hier einen Sicherungskasten zerstören. Und ich habe nicht gesehen, dass da Spannung ist. Ewigkeiten. Ich habe an diesem Ding bestimmt auch 20 Minuten gesessen. Und habe einfach nicht rausgefunden, wie das funktionieren soll. Bis ich dann im Augenwinkel, ich meine, wenn man darauf achtet, man sieht, dass da Strom drauf ist. Bis ich das irgendwann mal im Augenwinkel gesehen habe, bin ich echt frustriert gewesen. Naja gut, eigentlich super einfach, Sicherungskasten dann damit zerstören, Paket nehmen. Super. Alles klar, so, weiter geht es in dieser linken unteren Ecke. Ja, ziemlich eindeutig. Da ist alles direkt beisammen. Kurzes Wort, keine Sicherheitsstufe, Dilemma und ja, ganz einfache Kiste, ein weiteres Datenpaket. Sehr schön. Jetzt kommt wieder ein kurzes, wahrscheinlich ja, ich wusste es, bevor ich es gesehen habe, eine Dachbox. Ja, wer stellt diese Dinge auf? Entwickler, lasst euch mal was einfallen. Ich hoffe, es wird bei Arkham Knight besser mit den Collectibles. Es war am Ende doch hart nervig. Das ist eine ziemlich coole Sache. Ist nicht sonderlich einfach. Man muss von den Wänden abspringen und treffen. Beim ersten Mal habe ich hier, oder beim, das dürfte so das 10. Mal oder so gewesen sein, habe ich leider nicht den richtigen Absprungpunkt gefunden, bin deshalb etwas zu tief gekommen und konnte den letzten Schalter nicht auslösen. Die lösen sich nicht, wenn man den Boden berührt. Nur hat man allerdings nur 10 Sekunden Zeit. Und ich glaube, es ist anders gar nicht möglich. Also man muss wohl diesen Dreierflug auf jeden Fall machen. Aber man lernt dadurch auf jeden Fall gut mit der Steuerung klarzukommen. So, weiteres Datenpaket gehört uns. Und jetzt sind wir im Untergrund. Da musste ich auch erstmal drauf kommen. Ich habe dieses Datenpaket Ewigkeiten nicht gefunden, bis ich dann gemerkt habe, oh, wir sind ja hier auf der Kanalisation. Na gut, was wir jetzt hier gesehen haben, ist ziemlich eindeutig. Wir brauchen einmal den, Fernlenkkralle. Remote irgendwas hatte ich gerade im Kopf, auch nicht schlecht. Drauf da und dann kommt man da oben durch. Der gleiche Weg ist auch gleichzeitig wieder der Ausweg. Paket mitnehmen, wieder zurück. Fertig, sehr schön, eingetütet. So. Hier hat man definitiv nicht mit den Dachboxen gespart. Jetzt kommen noch ein paar kurze, aber dafür feine Datenpakete in unsere Sammlung. 5 Stück sind es noch in diesem Part. Auch dieses hier, ja, ist glaube ich das einzige seiner Art. Aber ist cool und einfach. Einmal kurz einschlagen und ja, einfach dran freuen. So, das war ein weiteres Komplett. Da haben wir das belastende Material 1 komplett in der Sammlung. Und hier ist noch eine weitere Dachbox. Wie gesagt, langsam nervt's. Schön und gut, tolles Spiel, tolle Story, aber
Ey, was soll das? Also ein paar mehr Ideen kann man ja wohl erwarten, ansonsten soll man es einfach sein lassen. Ja, hier einmal unten durchrutschen, weiteres Datenpaket in der Sammlung. Das hier, ja, hat er wohl fallen lassen oder so. Auch nicht gerade anspruchsvoll, man muss nur die Karte lesen können. So, und last but not least für diesen Part gibt es noch ein schönes in der Nähe von der Kirche. Ja, tatsächlich gehört das noch dazu. Hier müssen wir den Generator aktivieren und dann haben wir nur ganz kurz Zeit, deshalb dann mit dem Batclaw das Ding holen. Seht selbst. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin sage ich, keep gaming und ciao.